Und damit ein herzliches Willkommen zurück. Und der rennt schon los, natürlich. Zu Skyrim, das habe ich noch vergessen. Ah, man haut der hier einfach ab, die Sau. Ich hoffe, es dauert jetzt nicht allzu lange. Also, oh, wartet. Cicero lebt und wir sind alle wieder Freunde? Ich sage euch, das kommt von mir richtig über. Will er denn riften? Hä? Bringen wir es einfach hinter uns. Wochen oder noch länger. Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Ich habe so lange nicht mehr geschlafen. Kämpft wacker. Los, gib Gummi. Sieht man so einer der Gründe, warum ich lieber die Schnellreisen nutze, als immer überall hinzulaufen. Denn das kann sehr langweilig werden. Ist wohl weggelaufen. Klar. Hm.
Niemand hier. Toll, hätte ich das vorher gewusst. Ne? Wenn die Chance besteht, dass mich das rettet, dann ergreife ich sie. Ich gehe voraus, aber ihr haltet mir besser den Rücken frei. Bringen wir es hinter uns. Auf. Ich muss jetzt jemanden beschützen, den ich eigentlich überhaupt nicht mag. Irgendwo ein Riese. Nein. Wie er auch vorgeht, ne? Ich wollte, kämpf doch. Er ist hier noch den Rücken zu. So, Bären sind dann wieder genehm, oder was? Die Hand. Hier riecht es förmlich nach Ärger. Na schön, dann töte ich eben diesen Riesen. Es sei denn, ihr möchtet euch etwas zusätzliches Gold verdienen. Ich bin müde. Ich habe seit Wochen nicht mehr vernünftig geschlafen. Ihr tötet den Riesen
und bringt mir den Hammer. Wenn wir zurück in Lagerspur sind, sagen wir allen, ich hätte es getan. Ihr haltet den Mund und ich bezahle euch dafür, fürstlich. Na schön, dann wartet ihr. Dürfte nicht lange dauern. Ihr gehört mir. Tja. Der Mars war ein Dummkopf. Er hat ständig versucht, sich mit Intrigen und Betrug seiner Verantwortung zu entziehen. Tja. Okay, ich glaube, die orkische Sache ist auch ein bisschen zu viel. Aber ihr habt euch um ihn und die Riesen gekümmert. Damit haben sich zwei Probleme auf einmal gelöst. Bringt nun Schagrolls Hammer zurück nach Lagerspur. Und wir werden sehen, ob wir auch dem Rest von ihnen die Leviten lesen können. So, kann ich direkt von hier aus dahin? Das wäre natürlich vom Feinsten. Natürlich nicht. Weiter. Ah, hier war's.
Agenten des hochelfischen Altmeri-Bundes werden Tamor genannt. Sie unterhalten eine Botschaft im Himmelsrand und sind bekannt dafür, jeden Lord lautlos festzunehmen und in den Kerker zu werfen, der ihre Prinzipien oder ihren Glauben in Frage stellt. So, jetzt können wir aber reisen. Reise. Der Schattenstar. Lagerspur. Wir werden euch nicht töten, aber wir wollen hier keine Fremden. Aber ich verstehe. Er hat nicht überlebt. Hatte er einen guten Tod? Ah, immerhin ist er auf ruhmreiche Weise gestorben. Yamars war ein Feigling und ein Schwächling. Seine betrügerischen Machenschaften sind euch teuer zu stehen gekommen. Er ist also bestraft worden? Und was wird aus uns? Welches Schicksal sollen wir erleiden? Ihr werdet euch beweisen müssen, aber ich will euch eine Chance geben. Gulasop ist jetzt euer Anführer. Hoffentlich ein besserer. Ihr da, legt diesen Hammer auf den Schrein. Nur ihr habt in all dem eure Würdigkeit unter Beweis gestellt. Ihr habt in unserer Festung nichts zu suchen, Fremdling. Mögen eure Klingen scharf und eure Beute frisch sein. Eure Macht über andere wird groß sein wie die meine. Wir waren schon lange vor den Nord den Himmelsrand. Unsere Lebensart ist einfach. Alle arbeiten, um den Stamm stark zu machen. Nur die Tapfersten dürfen anführen und auch heiraten. Ein großer Häuptling kann viele Frauen haben und tapfere Kinder großziehen. Weise Frauen wie ich sind Mütter von Häuptlingen. Wir leiten den Stamm an und beraten ihn, wie er dem Willen Malakats folgen kann. Bis zum nächsten Mal. Ich werde... Möge euer nächster Kampf siegreich sein, mein Freund. Jede Klinge, die ich herstelle, ist eine Ehrerbietung an Malakat. Jede Niete, jede Rüstungsplatte ist ihm gewidmet. Wir sind hier alle vom selben Blut. Eine Familie, ein Stamm. Kämpft wacker. Aber ich bin ja noch gar nicht von eurem Blut. Ihr macht mich ja irgendwie nicht dazu. Ich arbeite jetzt schon so lange mit Metall, dass ich mich kaum noch verbrenne. Bis zum nächsten Mal. So, wir könnten mal die Mühle da noch uns erkunden. Vielleicht auch mal wieder einfach ein bisschen durch die Gegend streifen. Kaufen, verkaufen, all solche Sachen. Wird schon. Hier bei der Mühle sind nur noch ich und meine Mutter. Mein Vater ist weg. Wir wissen nicht, was aus ihm geworden ist. Hey, wollt ihr ein Spiel spielen? Echt? Super! Ihr dürft aufsuchen. Fangen oder verstecken? Gut, ihr seid dran. Ihr kriegt mich nicht! Oh.
Ich hab euch. Ihr seid zu langsam. Ihr seid. Gehen wir mal in die Mühle rein. Das Fang ist ja ein bisschen. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, raus wie mit ihr euch packen könnt. Ja. Fleißig ab. Mir geht jetzt besser. Ja, fleißig am Bauen. Ich lasse euch die Sachen gleich. Fleißig am Bauen. Wie? Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Fleißig am Bauen. Ich lasse euch die Sachen gleich. Fleißig am Bauen. Ich lasse euch die Sachen gleich. Fleißig am Bauen. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Fleißig am Bauen. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Fleißig am Bauen. Ich lasse euch die Sachen gleich. Fleißig am Bauen. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Fleißig am Bauen. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. So, dahin. Hört damit auf, uns auszunutzen. Vielleicht wird diese Welt dann doch noch besser. Kapiert? Mutter, ich bin mit der Arbeit am Nordstand fertig. Wo soll ich jetzt hin? Östlich von hier befindet sich ein Ulmenhain. Wir könnten dieses Holz wirklich gut gebrauchen. Ich wollte eigentlich nach Rifthorn, um Vorräte zu kaufen. Aber das muss warten, bis ich mit den Ulm fertig bin. Aber passt auf, Gralen nach. Dieser Hain sieht nicht sicher aus. Wenn ihr in Schwierigkeiten geratet, lauft ihr sofort nach Hause, ja? So, was können wir denn als nächste Quest machen? Das wäre doch was. Wartet! Ich kenne euch doch! Nope. Tust du nicht. Oh, hallo. Ich räume gerade etwas auf. Oh, dafür würde ich Schwierigkeiten bekommen. Es ist nicht erlaubt. Und außerdem ist es dort unheimlich. Nun, dann kann ich euch wohl hineinlassen. Aber nur kurz. Seid vorsichtig und kommt sofort zurück. Vermasselt nichts, während ihr hier seid. Ist verboten, aber sie hat den Schlüssel. So, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir dieses Katakomben-Dings mal erkunden. Das sieht ja hier nicht sehr angenehm aus. Und ja, bis dahin, ciao.